Willkommen zurück zu Murder Saw Suspect. In der letzten Folge haben wir alle 14 Hinweise gefunden und den Tatort abgeschlossen und müssen nun zur Kirche und gucken, ob das Mädchen sich dort befindet. Doch ich gehe erstmal nochmal hier entlang gucken, ob ich hier noch was finden kann. Ah ne, hier sind, waren wir ja da. Ach, da. Oh, das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Enthüllen. Sammeln. Es ist meine Schuld. Ich habe ihn davon überzeugt, Polizist zu werden. Jetzt liegt er meinetwegen tot auf der Straße. Wir haben ja in der letzten Folge es geschafft, alle Boiler waren das, glaube ich, zu sammeln. Genau. Und da können wir ein Flashback jetzt starten. Gucken wir uns mal an. Ich erinnere mich noch immer an die Anzeige für die Regal Apartments in der Zeitung. Viele sahen in ihnen nur schäbige, heruntergekommene Löcher. Aber ich sah einen Ort mit Geschichte und Charakter. Ein Ort voller künstlerischer Inspiration. Bald war ich offizieller Mieter von Apartment 3A. Im Rückblick wünschte ich, ich wäre dort nie eingezogen. Meine neue Wohnung hatte mehr Charakter als erwartet. Die Teppiche waren merkwürdig feucht, die Rohre rostig und ich konnte den Mieter unter mir hören, der gegen die Wände schlug und lauthals schrie. Sicher, es gab noch andere Probleme, aber mit denen konnte ich leben. Womit ich nicht leben konnte, war Duschen mit braunem Wasser. Mysteriöse, undichte Stellen, die den Teppich schimmeln ließen, und dem nervigen Nachbarn. Ich rief den Klempner, der ankam, als ich gerade ein Wörtchen mit dem Typen unter mir reden wollte. Als ich ihm die nassen Stellen auf dem Teppich zeigte, kratzte er sich am Kopf und erklärte, nichts leckte, und der Grund sei vermutlich, dass ich etwas verschüttet hätte, ohne es zu merken. Hielt der Typ mich für dämlich? Ich hatte nichts verschüttet. Er entschuldigte sich, zuckte mit den Schultern und meinte, ohne Leck gäbe es nichts, was er tun könnte. Er machte mit der Dusche weiter. Zum Glück hatte das Wasser kein Problem damit, braun zu werden. Er dachte, es könnte am rostigen Boiler liegen und ging, um ihn sich anzusehen. Ich nutzte die Gelegenheit, um mich um den Mieter unter mir zu kümmern. Ich klopfte, aber niemand antwortete. Die lauteste Wohnung des ganzen Hauses war völlig still. Ich versuchte, die Tür zu öffnen und rechnete damit, dass sie verschlossen war, aber sie ging einfach auf. Der Raum war leer und die unheimliche Stille wurde von langsamen, feuchten Schrittgeräuschen unterbrochen. Ich sah noch immer niemanden, doch zu meinem Entsetzen erschienen auf dem Boden nasse Fußabdrücke, die auf mich zukamen. In diesem Moment hörte ich den Klempner aus dem Boilerraum unten schreien. Als ich unten ankam, war der Klempner fort, aber er hatte den Grund für das braune Wasser gefunden. In dem alten Boiler fand sich eine aufgeblähte, verfaulende Leiche, deren weit aufgerissene Augen mich vergeblich flehend anstarrten. Die Polizei ermittelt noch in dem Mord und der Vermieter hat versprochen, den Boilerraum zu renovieren. 3A ist wieder zu haben. Ich bezweifle, dass ich mich je wieder sauber fühlen werde. Ja, das glaube ich auch. Was ein netter Mieter. So, gehen wir mal hier lang. Warum kann ich mich denn hier verstecken? Ach, hier sind überall... Ach ja, hier. Überall so kleine Dinge. Der Tag, an dem wir uns kennenlernten. Da hinten ist noch eins. Da entferne ich mich ja immer weiter von der Kirche. Nee, doch nicht. Ich dachte... Doch, sicher. Ja, was ist? Zeitungsartikel? Enthüllen. Gas. Noch 15. Huch. Huch. Ronans Kindheit.
Heißen die Dinger, dass sie irgendwie Symbole sind in den hier? Oder sind die einfach nur so überall? Ich weiß. Sammeln. Ich sammle jetzt erstmal alle schnell ein, dass ich hier nichts vergesse. Oh, was ist mit dir denn? Hallo. Harte Trennung. Er hat mich betrogen. Er sagte, er würde mich auf ewig lieben. Aber er heiratet eine andere. Hat er mich mit ihr betrogen? Ich habe stets geahnt, dass da noch eine andere ist. War sie es? Spielt das eine Rolle? Er hat es anscheinend hinter sich gelassen. Vielleicht solltest du das auch tun. Ich kann nicht. Nicht, bis ich die Wahrheit weiß. Bitte. Ich muss es wissen. Egal, was dabei rauskommt. Okay. Ich seh's mir an. Ja, sag mal, könnt ihr das nicht selber alle? Wer? Die hier? Die beiden, oder was? Beeinflussen. Was würde sie an die Ex ihres Verlobten denken lassen? Was würde sie an die Ex? Gebrochenes Herz? Es braucht keine Detektive, um festzustellen, dass ihr Herz gebrochen ist. Ich sollte rausfinden, ob ihr Ex-Freund sie betrogen hat. Ich frage mich, ob er immer noch an sie denkt. Vielleicht ist er deshalb immer so zögerlich. Ich würde es ihm nicht vorwerfen. Aber es tut weh, dass sie der Grund ist, dass ich ihn angesprochen habe. Er sah so verletzt aus, als ob er jemanden zum Reden brauchte. Ich hatte nicht erwartet, mich in ihn zu verlieben. Merkwürdig, wie die Dinge sich entwickeln. Aha. Sie hat nur versucht, eine Freundin zu sein. Sie hat nicht damit gerechnet. Schuld, was würde ihn an seine Ex erinnern? Ich weiß immer noch nicht, warum sie sich umgebracht hat. Alles lief super. Ich denke, deswegen bin ich bei Susanna so nervös. Die Sache ist die, wenn sie nicht von dieser Klippe gesprungen wäre, hätte ich nie meine wahre Seelenverwandte gefunden. Mann, das ist so abgedreht. Sieht aus, als hätte er sie nach dem Tod seiner Ex kennengelernt. Reicht das schon? Oder muss ich nochmal... Nee, hier geht nichts mehr. Was ist los? Gehört die auch dazu? Hat er sie betrogen? Das Herz? Eine Schulter zum Ausweinen? Die Reihenfolge ist wichtig. Ach komm, hör auf. Selbstmord, das hättest du auch mal sagen können. Und eine Schulter zum Ausweinen. Scheint ein großes Missverständnis zu sein. Ich bin mir nicht sicher, wie sie das aufnehmen wird, aber ich werde es wohl herausfinden. Gut, probieren wir es. Die gute Nachricht ist, er hat dich nicht betrogen. Die schlechte, dein Selbstmord hat sie zusammengebracht. Also, hat er mich wirklich geliebt? Sieht so aus. Ich habe einen großen Fehler gemacht. Er denkt immer noch an dich. Vielleicht tröstet es dich, dass man dich nie vergessen wird. Ein bisschen. Ich wünschte nur, ich hätte ihm mehr vertraut. Vielleicht wären wir es dann, die sich verloben. Vorbei ist vorbei, schätze ich. Egal. Danke für alles. Kein Problem. Betrogen. Huch. Da geht's nicht lang. Ach so. Zum
Glück. Was gibt's denn noch? Bist du nicht der Typ aus dem Schrank? Nachtzeit? Du siehst schuldig. Ha. Nur Schuldige schauen über ihre Schulter. Wovor hast du Angst? Wovor sich alle Schuldigen fürchten. Verdammnis. Dachte, ich gebe mir die Kugel und das war's. Ich hatte ja keine Ahnung. Aber ich konnte den Druck nicht mehr ertragen. Welchen Druck? Dass es jemand herausfindet. Leute wie du haben hier immer herumgeschnüffelt, nach Hinweisen für andere Fälle gesucht. Mit jedem Bullen, der durch das Tor kam, spürte ich, wie sich die Schlinge enger zuzog. Wie sich rausstellt, hätte ich mir mehr zutrauen sollen. Sie verrottet noch immer dort, wo ich sie zurückließ. Ja, lach nur. Es gibt Leute, die es verdienen, zu wissen, was du getan hast. Kein Grund, das mit ins Grab zu nehmen. Wir alle nehmen etwas mit ins Grab. Selbst du. Hier wandern Dinge herum. Böse Dinge. Du solltest auf dich aufpassen. Ganz komischer Typ. Ach, hier komme ich ja nicht. Aber da ist noch was. Oder kriege ich später noch irgendwelche Fähigkeiten? Ich weiß es nicht. Ne. Schade. So, was gibt's hier? Eine Katze. Hier waren wir auch schon. Dann gehe ich erstes mal ganz nach hinten. Hier ist auch nichts. Ach, Besitz ergreifen. Ach, damit komme ich da rein. Ach, wie cool. Springen oder so, geht das auch? Ja, das ist ja super. Komme ich jetzt näher?